Die scheinen beschäftigt zu sein. Na, da haben wir einen Unbeschäftigten. Das ist ja schlecht. Unbeschäftigt ist im Moment überhaupt nicht gut. So, du kannst mal hier einen Chisel herstellen. Ja, mach mal ruhig zwei, wir werden später Chisel gebrauchen. Davon brauchen wir mehr als einen. So. Ah, dann können wir auch den Stone Stockpile anlegen. Der ist allerdings schnell erledigt. Ah, da war ich jetzt falsch. Designation. Rawstone, zack. Ja, da müssen wir gucken. Also, wie gesagt, diesmal werde ich auch ein bisschen anders bauen, weil ich irgendwie war ich der Meinung, dass bestimmte Sachen gar nicht in die Kisten eingelagert werden können und dann habe ich festgestellt, geht alles in die Kisten, geht alles in die Kisten. Ja, so eine Fehler passieren normal. Es kann halt natürlich auch sein, dass einfach in den Versionen, in denen ich das erste Mal gespielt habe, es einfach auch noch nicht ging. Das Spiel ist jetzt mittlerweile fertig, allerdings war es halt auch eine Weile im Early Access und ich habe es da auch schon gespielt. Meine ich mich nicht. Ja doch, ich hatte das da gespielt. Allerdings glaube ich bei einem Kumpel. Weil ich selber habe es mir erst später geholt. Ach, egal. Auf jeden Fall. Ah, ich habe auch schon mitbekommen, ich habe die ersten angesteckt, tatsächlich das Spiel zu holen. Das ist natürlich eine Riesenfreude für mich. Ja, der Kumpel hat sich das Spiel geholt, hat das dann auch gleich für meine Videos genutzt, um dann das Spiel zu starten, hat aber dann tatsächlich einen Fehler gemacht, hat erstmal einfach 20 Betten oder sowas gebaut, hat also quasi alles an Stroh, was er hatte, in Betten gebaut. Ja, und dann sind ihm natürlich die Yaks weggerannt. Dabei kann ich mich ziemlich genau erinnern, dass ich mehr als einmal erwähnt hatte, die Yaks rennen dir weg und das willst du nicht. Lieber schlachtest du gleich die Yaks, als dass du sie wegrennen lässt. Aber naja. Das kennt man ja so. Nee. Achso, es geht übrigens um The Heretic, ja? Also falls ihr fragt, ne? The Heretic hat alle seine Yaks verhungern lassen. Naja, ich bin auch so ein Kandidat, der sowas gerne fertig bringt. Ich habe schon mehr als einmal meine Yaks verhungern lassen. Und es ist nicht unbedingt ein Grund, um aufzuhören mit der Runde. Es macht die Runde aber deutlich anspruchsvoller erstmal. Weil, naja, es entgehen einem einfach die Yaks, die einfach eine wahnsinnig gute Quelle für Ressourcen halt sind. Ne? Vor allem, wenn man Glück hat und gleich das erstgeborene Yak halt ein Weibchen ist, dann ist die Populationsrate bei denen echt gut. Ja? Später braucht man ja dann auch nicht mehr als im Endeffekt ein Männchen, zwei Männchen. Also eigentlich braucht man nur ein Männchen unter den Yaks. Aber ich würde immer empfehlen, zwei zu haben. Nicht, dass irgendwie ein einfach irrter Goblin es schafft, auf das Yak-Männchen zuzustürmen, es umkloppt. Und dann stehst du da ohne Zuchtbullen. Das ist echt schlecht. Das ist echt ungünstig, ja? Man kann das dann auch später ein bisschen automatisieren, indem man hier sagt, okay, wie viele Männchen sollen drin sein, wie viele Weibchen sollen hier drin sein. Und die dann überschüssig sind, die werden dann automatisch zum Butcher geschickt. Das geht auch eigentlich ganz gut, ja? Das ist ganz schick. So, hier sind welche unterbeschäftigt. Wer ist denn hier unterbeschäftigt? Wahrscheinlich Builder? Und Miner, okay. Na gut, dann wollen wir mal die Miner einfach beschäftigen, indem wir etwas machen, was wir vorher nicht so gemacht haben. Ich habe halt überlegt, wie wir das am günstigsten vorgehen. Wir werden einfach tatsächlich einfach auch großflächig schon frühzeitig anfangen zu graben. Das ist, wie gesagt, in oberen Bereichen eigentlich nicht so lohnend, aber da ich mich diesmal nicht so... Habe ich gerade. Aus Versehen die Höhe gewechselt. Da ich mich nicht traue, jetzt ganz schnell wieder zu Level 10 runterzugehen, ist das jetzt meine Variante, die dafür sorge, dass ich die A beschäftigt halte und B in der Hoffnung, dass ich einfach schon mal ein bisschen was an Ressourcen finde. Weil theoretisch kann ich auch in dieser Höhe Kupfer und Malachit und sowas schon gut finden, ja? Zinn dann, glaube ich, ein bisschen später.
Aber an sich sollte Kupfer auch in dieser Höhe schon gut zu finden sein. Hängt natürlich ein bisschen vom Glück ab, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Und dann werden wir hier wahrscheinlich auch gleich einen Raum anlegen, in dem wir dann... Machen wir mal so einen 10x10 Raum. Ja. Machen wir hier vielleicht noch ran. Die Idee finde ich gut. Moment. Dann nehme ich dann aber hier wieder was weg, damit es von den Längen her besser passt. Ja, schick. Und das wird der Lagerraum für Stein und Soil. Der Stockpile wird hier in Raw Stone Stockpile umbenannt. Der hier war unser Log Stockpile. Ja, vielleicht werde ich dann nachher wieder differenzieren, was ich hier anbaue, ob ich dann wieder mit Pine und Birch und sowas halt, also Birke und Fichte müsste das sein, halt wieder spezielle Sachen anlege oder so, das weiß ich noch nicht. Kann sein, ja, also das will ich jetzt erstmal nicht ausschließen, aber im Moment noch nicht. So, und wie wir hier uns da durchgraben und so, das gucken wir dann. Aber so sammeln wir halt auch schon mal wieder ein bisschen was mit Ressourcen und so zusammen. Haben schon mal genug Stein. Letztes Mal habe ich ja dann zwischendurch tatsächlich Steinmangel gehabt. Das ist unglaublich. In Glomoria Steinmangel. Geht gar nicht. Aber wie gesagt, für alles gibt es ein erstes Mal. So, jetzt haben wir hier vorne ein bisschen mehr Platz. Da kommt jetzt erstmal das Wichtigere tatsächlich hin. Das wäre nämlich... die Farm für die Farm für Cotton. So, die Farm können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen vergrößern hier. Kann dann schon mal vorbereitet werden, sobald dann wir die erste Ernte einfahren. So. Hier können noch ein paar Bäume weg. Ich werde jetzt nicht jeden Baum erst klippen. Also erst Clippings nehmen, sondern ich werde jetzt auch mal ein paar so einfach fällen. Aber wie gesagt, man sollte das nicht übertreiben, damit man nicht dann auf einmal Clipping-Mangel massiv hat. Wobei, naja gut, also auf dieser Map halt Clipping-Mangel, wirklich, wirklich echt ein Clipping-Mangel zu erzeugen. Also da muss man sich schon Mühe geben und wenn alle Stricke reißen, könnte man theoretisch ja auch noch vom vorbeifahrenden Händler welche holen. Also ich bin da immer ein bisschen, ich übertreibe da mal ein bisschen, was das angeht. So, jetzt nehmen wir erstmal hier bei den Apfelbäumen Clippings und hier bei den Orangenbäumen nehme ich auch welche. Das sorgt nämlich gleichzeitig für Nahrung und für Clippings, die wir dann gleich zu entsprechenden Baumfarmen dann ansetzen werden. Wie gesagt, Baumfarmen sind halt auch eine sehr angenehme Sache, weil man halt relativ wenig Aufwand hat und zwischendurch dann einfach was einsammelt. Du musst die Seeds nicht wieder in den Boden bringen oder sowas. Du musst einfach nur hingehen, zack. Sachen werden geerntet, kommen weg, super, das ist einfach entspannt und das sollte man auch echt ausnutzen, das hilft. Ansonsten, wie gesagt, auch noch was man machen sollte, ist den Clay, der hier halt so rumliegt, gegen Dirt halt auszutauschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe das letzte Mal. Also ich mache das aus zwei Sachen. Zum einen kann man Clay halt tatsächlich gebrauchen, zum anderen kann man auf Clay halt nicht bauen, also keine Pflanzen zumindest anbauen. Und ja, das macht nicht viel Sinn. Wir brauchen den Platz wahrscheinlich.
Ah, hervorragend. Hier sind wir vorangekommen. Dann kommt jetzt der Stone Cutter. Und der Stone Mason. Den Stone Mason werde ich erst einmal auf Suspend setzen, weil ich glaube, die brauchen fast das gleiche. Und dann kann es halt passieren, dass er den Stone Mason vor dem Stone Cutter baut, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Weil der Stone Cutter, der Stone Mason nicht ohne den Stone Cutter arbeiten kann. Das ist halt so. Ach, wenn das passiert, dann steht man immer da und denkt, schüttelt nur den Kopf. Und irgendwie machen die das sehr gerne. Genau so zu arbeiten, wie ich nicht will, dass sie arbeiten. Sind die. Nein, die Gnome sind nicht so die richtig die cleversten, hat man manchmal so das Gefühl. Aber manchmal auch mehr als manchmal. Wohin habe ich denn bis hierhin nur, ne? Ja, das sollte an Clippings für die Apfelbäume erstmal reichen. Das da hoffentlich auch. Na, das gucken wir dann mal, wie viel das tatsächlich dabei rauskommt. Aber anlegen kann ich es ja schon mal. Ein Grove. Ja. 30, das klingt gut. Da werden wohl noch ein paar dazukommen. Machen wir hier nochmal. Achso, nee, den lege ich dann an, wenn wir auch die ersten orangen Clippings haben, weil im Moment werden die nur irritiert. Ah, ich hätte mit den Clippings nehmen erst anfangen sollen, wenn die hier mit dem Feld für die Cottons fertig wären. Naja, nicht so gut. Das war nicht so clever, Sunny. So. Ja, dann werden wir jetzt doch das gleich wieder machen, dass wir den Woodcuttern in der Profession auch die Horticulture erlauben. Dann gehen die nämlich jetzt auch los und kümmern sich um die Clippings nehmen. Und dann sind die einfach schneller damit fertig. So, wen haben wir hier jetzt noch? Ein Builder haben wir jetzt hier, ne? Ja. Dann fangen wir hier unten jetzt noch, damit wir nicht die Problematik dann nachher kriegen, dass wieder Sachen rumliegen, die nicht rumliegen sollten. Sammeln wir hier Raw Stone. Und Soil. Zack. Und der pusht zum Raw Stone Stockpile. Und der heißt Rock and Soil. Das klingt fast wie der Name einer Rockband. Links wäre Soil, dann eventuell etwas anders geschrieben. So. Fange ich hier wieder an, unser Karo-Muster reinzuschneiden. Ein bisschen mehr schweigendes Karo gezeichnet. Das kommt dann mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny.